Metal Leute, ich bin neu hier. Hier eine Kurzübersicht über das Video. Der heilige Ofenkäse hatte das Thema Geldwäsche auf seinem Kanal mal kurz behandelt. Und dabei fiel der Name Drachenlord und Reinhard Winkler in Bezug auf Geldwäsche nicht. Das ist wichtig zu beachten. Und Drachenlord aka Reinhard Winkler fühlte sich davon so hart getriggert, vielleicht fühlte sich Drachenlord dabei erwischt oder sowas, das wissen wir nicht, dass er in Bezug auf Ofenkäse den Straftatsbestand § 185 Beleidigung erfüllte, § 241 Bedrohung, § 187 Verleumdung, § 240 Nötigung und er gab in seinem Video auch offenkundig zu, mehrmals in seinem Leben Straftatbestand § 223 Körperverletzung erfüllt zu haben. Also denkt da mal drüber nach, wer hier wirklich der Böse ist. Ich bin es ganz sicher nicht. Ja genau Leute, schaltet mal euer Hirn ein, denkt mal drüber nach. Das ist bescheuert. Und zwar mal ein Ofenkäse-Video, beziehungsweise mal ein Video direkt an Ofenkäse. Klar kennst du dich im Thema Geldwäsche extrem gut aus. Machst das ja schließlich selber. Ach Rainer, warum erfüllst du den Straftatbestand § 187 Verleumdung, indem du Ofenkäse der Geldwäsche bezichtigst? Das ist eine schwere Straftat. Das wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit einer Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts, wie zum Beispiel im Internet auf TikTok, begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft wird. Warum machst du denn sowas? Ich dachte, du bist besser und kannst es. Aber genau auch deswegen, und das war hier noch lange nicht alles, wurde auch dein TikTok-Video gesperrt. Comedy Gold heute. Das gibt's nicht. Und zwar ein Vorwurf. Es geht nämlich hier um TikTok und den Vorwurf, dass diese ganzen Spenden immer ja von Fake-Accounts kommen, die halt sehr, sehr dubios wirken bei unserem Lieblingsstreamer. Ich persönlich bin Sonderschüler. Ich bin dumm, ich bin hässlich, ich bin ein Vollspack. Der Vorwurf der Geldwäsche ist ja auch schon lange im Raum und ich hatte euch ja mal einen Ausschnitt aus den Nachrichten eingeblendet, dass in der Türkei so eine Bande hochgenommen wurde, die sehr viel mit Influencern auf TikTok zusammengearbeitet haben. Laut meiner Quelle gibt es dann ganze Organisationen, die dann mit den TikTokern Verträge schließen, also den wirklichen Influencern, damit man zum Beispiel als Manager von diesen TikTokern auftritt und man eine vertragliche Geschäftsbeziehung zu diesen hat, wo dann Geld hin und her geschoben werden kann. Hör auf, anderen Leuten irgendwas vorzuwerfen, was du selbst betreibst. Klar kennst du dich im Thema Geldwäsche extrem gut aus. Machst das ja schließlich selber. Ich nehme mal ein paar Beispielnamen. Zusammenhänge zwischen realen Personen sind hier rein zufällig. Wir haben hier einmal Herrn C. Der ist derjenige, der die Karten im Darknet kauft oder über sonstige Umwege auf jeden Fall gekauft hat und der möchte nun diese 15.000 Euro waschen. Er hat 1.000 Euro dafür bezahlt. Dann spricht er mit einem TikToker, zum Beispiel Herrn W. Herr W. ist Influencer und weiß, dass er Geschenke bekommt in nächster Zeit, die von Fake-Accounts stammen, die Herr C. betreut. Wenn Herr C. nun also 15.000 Euro an Geschenke an Herrn W. schickt, behält TikTok dann ja seinen Anteil ein. Sagen wir mal 60% behält TikTok ein. Das heißt, Herr W. bekommt von diesen 15.000 Euro an Geschenken 6.000 Euro, die er sich auszahlen lassen kann. Natürlich machen wir das als Beispiel jetzt nur mit einem Influencer. Wir könnten auch noch zum Beispiel Frau B. aus Österreich mit dazu nehmen. Die hilft, das noch ein bisschen weiter zu streuen, damit das nicht so auffällt. Aber belassen wir es mal bei diesem fiktiven Herrn W. Und, also Ofenkäse, wieso kennst du dich so gut mit dem Thema Geldwäsche aus? Naja, du machst seit Jahren nichts anderes, als meine Videos zu stehlen, damit Geld zu verdienen. Und wer weiß noch, was du alles mit dem Geld noch sonst so machst. Ich persönlich bezweifle, dass du die Kohle, die du mit meinen Videos verdienst, die du klaust und dann neu reactest und dann als Reaction neutrale Berichterstattung und natürlich als Anschauungsmaterial veröffentlichst. So, du beleidigst, ne, mit Träger und so weiter und machst viele andere Sachen in die Richtung. Und dann willst du mir erzählen oder über mich erzählen, dass ich Geldwäsche betreibe, obwohl ich ja der dumme Sonderschüler bin. Und da hat mich ein Insider mal angeschrieben, der sehr tief in dieser ganzen Thematik drinsteckt und mir ein bisschen was von seinem Fachwissen mal erklärt hat. Es gibt Leute zum Beispiel im Darknet, die gestohlene Kreditkartendaten oder EC-Kartendaten verkaufen. Manipulierte Geldautomaten gibt es ja sowieso schon sehr lange. Die Daten, die die Kriminellen dann abgreifen, benutzen sie dann, um diese Karten zu belasten und auf Blankokarten dann einzuzahlen. Diese Karten mit gestohlenem Geld werden dann im Darknet oder auf Telegram zum Beispiel verkauft und ich blende euch dazu auch mal ein paar Bilder ein. Und dann wird es interessant, denn dann wollen die Kriminellen, die das Geld ja auf diesen Blankokarten jetzt haben, das Geld irgendwie in den Umlauf bringen, damit es nicht zurückverfolgt werden kann und sie es halt damit waschen können. Und wie machen sie das? Über TikTok. Dieser Kurs variiert natürlich stark, aber gehen wir mal von 1 zu 15 aus. Derjenige, der dann die Karten verkauft hat, ist raus, weil der bekommt seine 1.000 Euro an sauberem Geld und braucht sich nicht weiter zu kümmern.
Und derjenige, der es kauft, hat dann 15.000 Euro, die er nun über TikTok waschen möchte. Und dann wollt ihr mir Geldwäsche vorwerfen? Die normalen Sätze, wie viel dann zum Beispiel dieser Manager zurückbekommt, also Herr C., der die Karten besorgt hat, liegen im Moment wohl so zwischen 50% und 70%. Also wenn Herr W. 6.000 Euro an Geschenken bekommen hat, gehen dann bestimmte Summen wieder als gewaschenes Geld zurück. Sagen wir mal 4.000 Euro von diesen 6.000 Euro. Das sind dann zum Beispiel Managergebühren, die über diesen zuvor abgeschlossenen Vertrag ganz normal abgerechnet werden, mit Rechnungen und so weiter. Und zack, auf einmal hat der Manager des TikTokers 4.000 Euro in sauber gewaschenem Geld zurück. Und somit hat Herr C. mit seinem Einsatz von 1.000 Euro sauberem Geld am Anfang für diese Blankokarten mit den geklauten Daten 4.000 Euro sauberes Geld wieder rausbekommen, plus 2.000 Euro, die der Influencer noch behält, um bei Laune zu bleiben. Und dazu sei natürlich nochmal gesagt, das ist natürlich alles hochgradig kriminell, mit solchen geklauten Bankkarten Geld hin und her zu schieben. Und das ist mindestens ein Betrug, möglicherweise sogar ein besonders schwerer Fall von Betrug, weil man hier als Bande handelt, die gewerbsmäßig betrügt. Und darauf stehen dann bis zu 10 Jahre Haft. Und ihr wollt mir erzählen, dass ich der Böse bin, weil ich mich gegen Menschen verteidige? Wenn ich Leuten auf die Fresse gehauen habe, lag das daran, dass ich keinen Rückzugspunkt mehr hatte. Ich konnte nirgendwohin ausweichen. Ich hatte keinen Ort, an den ich ausweichen konnte. Also denkt da mal drüber nach, wer hier wirklich der Böse ist. Ich bin es ganz sicher nicht. Ach Rainer, warum gibst du im Internet öffentlich zu, dass du anderen Leuten auf die Schnauze gehauen hattest während deines Lebens? Also ich würde damit nicht drum. Ich halte es für keine gute Idee, damit im Internet anzugeben, wie du auch anderen Leuten, wie du auch in früheren Videos immer behauptet hattest, einfach krankenhausreif geschlagen hattest oder irgendwelche Kontakte hast zu ganz, ganz bösen Glatzköpfen, die du mit dem Fingerschnippen so einfach aus dem Nichts auftauchen lassen kannst, damit sie dich eben beschützt wie deine persönliche Leibgarde Standard Winkler. Aber das ist deine Sache, musst du wissen. Und wir dann solche Szenen wie vor ein paar Tagen zum Beispiel sehen, wo ein gewisser Streamer seinen Stream immer noch ein wenig rausgezögert hat, obwohl er schon eigentlich offline gehen wollte und dann kurz vor Schluss noch eine richtig große Spende reinkam von jemandem, der sich kurz davor umbenannt hat, denn Ronny, sein Mod, hieß auf einmal Ingo Cannes und hat nicht nur auf Discord seinen Namen geändert, sondern auch auf TikTok, damit es dort scheinbar nicht auffällt, dass die Spende von der gleichen Person kommt wie sonst auch immer. Ja, und wenn man das alles mal so sieht, dann fragt man sich dann schon, wieso wollen die denn versuchen, dass der echte Spender geheim bleibt? Also wieso sollte man ständig seinen Namen ändern, damit man denkt, es käme von irgendeinem neuen Zuschauer? Könnte das etwas damit zu tun haben, dass Behörden nicht merken sollen, von wem das Geld kommt? Also wenn ihr mich fragt, alles sehr, sehr dubios. Ofenkäse, halt die Füße ganz still. Ich beschwöre dich nur ein letztes Mal. Und ich beschwöre den heiligen Ofenkäse zum letzten Mal! Ah! Ofenkäse, halt die Füße ganz still. Ich beschwöre dich nur ein letztes Mal. Halt die Fresse. Ach Rainer, warum erfüllst du im Video mehrmals Straftatsbestand Paragraf 185 Beleidigung? Das muss doch nicht sein. Ich dachte, du kannst es besser. Warum beleidigst du ihn denn? Wolltest du nicht aufhören, die Hater zu erwähnen? Wolltest du nicht aufhören, auch andere Leute zu beleidigen? Wolltest du nicht einfach nur dein Ding machen, ohne Aufmerksamkeit erzeugen zu wollen? Warum versuchst du dann öffentlich mit ein paar Internetvideos, zumindest auf TikTok, andere Leute mit mehr Reichweite anzusprechen, damit diese auf dich reagieren? Ich dachte, du wolltest keine Aufmerksamkeit haben. Aber, naja, was weiß ich schon, es ist ja nur ein richtiger Widerspruch. Denn du wirst es ganz schön tief bereuen, wenn du so weitermachst. Ach Rainer, warum bedrohst du denn indirekt Ofenkäse in Bezug auf seine persönliche Freiheit? Damit erfüllst du Straftatbestand § 241 Bedrohung und das wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe geahndet. Du kannst es doch besser, Rainer. Ich dachte, du bist der Größte auf der ganzen weiten Welt. Ich dachte, jeder will sich nur an deinem geilen Fame hochziehen. Deine Marke ist ja nach deiner eigenen Aussage 2 Millionen Euro wert. Und wenn die 2 Millionen Euro wert ist, dann muss da ja auch dahinter eine Qualität stehen, die für sich spricht. Ich hab's dir schon gesagt, Klonter steht schon am Rande vom Knast. Ach Rainer, warum drohst du meiner persönlichen Freiheit mit Gefängnis? Damit erfüllst du erneut den Straftatbestand § 241 Bedrohung. Ich dachte, wir wären Best Buddies forever. Du hattest sogar mal behauptet, dass ich Sex mit dir hatte. Und jetzt stichst du mir einfach ein Dolch in den Rücken. Ich fühle mich von dir verraten. Sei stark, Klonter. Sei stark, Klonter. Diese Schmerzen. Das gleiche gilt noch für einige andere, die nicht mehr aktiv sind. Warum sind die wohl alle weg? Was ist mit denen allen passiert? Ich habe im letzten Jahr, im letzten halben, dreiviertel Jahr, habe ich so viele von denen einen nach dem anderen weggemettelt. Du bist der Nächste auf der Liste.
Ach Rainer, mein lieber, lieber Rainer, dass du Ofenkäse wegmeddeln möchtest und dass er auf deiner Liste als nächstes steht, das ist in meinen Augen die Androhung eines empfindlichen Übels Ofenkäses gegenüber. Damit erfüllst du Straftatsbestand § 240 Nötigung. Das ist nicht lustig. Das wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit einer fetten Geldstrafe geahndet. Und das machst du, Rainer Winkler, aka Drachenlord, in Person höchstpersönlich auf TikTok öffentlich, sodass jeder das ansehen kann. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Mal abgesehen davon, dass ihr Markenmissbrauch begeht, indem ihr meine Marke nutzt, um selbst damit Kohle zu verdienen. Ich verdiene keinen Cent daran, an dem, was ihr macht. Mit meinem Zeug, mit meinem Namen. Ich erinnere mich auch gerade, als damals ja diese Vorwürfe von Geldwäsche im Raum standen und viele Leute halt irgendwelche Sachen gemeldet haben und mit Finanzämtern und so weiter gesprochen haben. Damals wurde es dann ja auch ganz schnell ganz ruhig um gewisse Herren aus Plauen, die wohl der Meinung waren, im Hintergrund lieber leise arbeiten zu wollen, anstatt immer in erster Reihe stehen zu können. Wenn ihr mich fragt, für mich setzt sich da so langsam ein Bild zusammen und das sieht schon schwer nach kriminellen Straftaten aus. Du bist doch angeblich so ein genialer Überflieger. Jedes Video, jeden Klick, jeden Cent, den ihr über mich und auf meinen Namen verdient, auf meinen Nacken verdient ihr nur deswegen, weil ich der geilste Mensch auf diesem Planeten bin, während ihr die größten Lutscher auf diesem Planeten seid. Ach Rainer, ich, meine Zuschauer und jeder andere, der sich dieses Video gerade eben ansieht, fühlt sich durch deine Beleidigung Lutscher beleidigt. Und damit hast du einfach Straftatbestand 185 Beleidigungen erfüllt. Und das wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Rainer Winkler, aka Drachenlord. Ich mag dich ja ganz dolle, das weißt du ja mittlerweile. Und ich spreche mal ganz persönlich zu dir. Ist dir das alles wirklich wert? Ich weiß ja mittlerweile, bei welcher Anwaltskanzlei du bist, weil ich bei derselben angesprochen hatte. Und damit kriege ich deinen Namen raus? Ich interpretiere sein lustvolles Lächeln voller Rache mal als ja. Er möchte einfach nur Ofenkäse vor Gericht zehren, damit er seinen Namen hat und er fühlt sich damit richtig siegesicher. Er will nur Rache. Aber natürlich, boah, wie konnte ich das denn wieder ausblenden? Er macht das ja alles nur gegen Mobbing und nicht um die anderen Leute zu provozieren, finanziell auszunehmen, direkt zu beleidigen, zu verleumden, zu drohen, zu nötigen, zu trollen. Nein, er macht das alles nur gegen Mobbing. Und genau deswegen wurde auch sein TikTok-Video gesperrt. Ja, ein Video, das wirklich gegen Mobbing ist, wird nicht gesperrt. Wollte ich nur mal so erwähnen. Ich hab's dir schon gesagt, Klonter steht schon am Rande vom Knast. Denn im Moment stehst du dümmer da als ich. Und das gilt für jeden anderen Hater übrigens auch. Mein lieber Klonter, wir sehen uns ohnehin vor Gericht. Rainer, ich wollte dir doch nie was Böses. Ich dachte, wir sind beste Freunde für immer. Ich würde dich sogar umarmen, wenn ich einen ABC-Schutzanzug trage. Ist doch was Schönes, oder nicht? Aber gut, dann sehen wir uns dann halt eben vor Gericht und regeln das mit einem Streitschlichter, also dem Richter, dann eben wie Kleinkinder, anstatt das eben wie Erwachsene auszudiskutieren. Aber du blockst mich ja überall. Aber für konstruktive Gespräche bist du ja immer bereit, wie wir auch in der Vergangenheit immer gesehen hatten. Aber dabei wollte ich dir doch immer nur ein einziges Mal im Leben freundlich die Hand schütteln. Um dann wahrscheinlich meine eigene Hand wegen Nekrose abzuhacken und zu verbrennen. Naja. Ja, weil die Straßenhunde wollen ja auch noch etwas essen, die haben nämlich Hunger. Ich hab euch lieb, Kuss auf Nuss, Metal off und bis zum nächsten Mal. Yeah baby, check it out Leute! Oh warte mal, da gab's noch was. Ich wollte noch meine ganzen Patreon-Mitglieder grüßen. Switz HDTV, LK, Sealbio, Bierhalter und der Bobo 81. Ich bedanke mich bei euch für eure Patreon-Mitgliedschaft, fühlt euch von mir gegrüßt und Metal off. Gurke. Rainer, 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 Rainer.